Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns den nächsten abstrakten Datentyp angucken, nämlich den Keller. Wir hatten im letzten Video schon die Schlange kennengelernt als einen einfachen abstrakten Datentyp und hier ergänzen wir das nun um einen zweiten Typus. Der Keller ist ein bisschen anders aufgebaut. Man kann ihn sich vorstellen wie einen Bücherstapel, bei dem ein neues Buch immer nur oben auf den Stapel gelegt werden kann und auch nur oben vom Stapel heruntergenommen werden kann. Auf Englisch heißt der Keller Stack, was auch mit Stapel übersetzt werden kann und eigentlich sogar die bessere Bezeichnung als Keller ist. Warum das auf Deutsch meist als Keller bezeichnet wird, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, denn Stapel trifft es eigentlich viel besser. Man darf nicht zwischendurch auf die einzelnen Elemente zugreifen, also irgendwo mittendrin ein Buch herausnehmen, das ist schlicht und ergreifend nicht erlaubt. Während wir bei der Schlange das Prinzip First In, First Out hatten, das heißt, was immer zuerst in die Schlange eingefügt wurde, war auch das erste Element, das wieder entfernt wurde, ist es beim Bücherstapel etwas anders. Hier wird natürlich, weil wir ein Buch oben auf den Stapel legen, immer das zuletzt aufgelegte Buch als erstes wieder entfernt. Das unterste Buch wartet also mitunter sehr, sehr lange, bis es irgendwann tatsächlich mal drankommt. Dieses Prinzip nennt man auch LIFO-Prinzip, Last In, First Out. Es wird also das Element, das zuletzt eingefügt wurde, auch als erstes wieder entfernt. Man kann sich das, wie gesagt, so vorstellen, dass man immer Elemente von oben auflegt, aber natürlich werden wir das, wenn wir das implementieren, nicht so geometrisch darstellen, sondern müssen uns dann wieder eine geeignete Datenstruktur ausdenken, mit der wir das abbilden können. Vergleichen wir das noch einmal mit der Schlange vom letzten Mal. Dann können wir das abstrakt in dieser Art aufmalen. Die einzelnen Kästchen sind wieder die Elemente, die wir in unserem Keller haben. Hier haben wir schon mal einen Keller, der mit einigen Elementen befüllt ist. Er könnte aber natürlich auch noch leer sein, dann hätten wir da noch kein einziges Kästchen stehen. Wenn wir jetzt ein neues Element in den Keller einfügen, legen wir es also gewissermaßen oben drauf. Ein Zugriff erfolgt ebenfalls immer nur auf das oberste Element. Lesen und löschen können wir ausschließlich das oberste Element, während alles, was da unten im Keller oder im Stapel noch drin liegt, das wissen wir einfach nicht. Wir können da nicht hineingucken, können also nicht einfach mal sagen, was ist denn das dritte Element von oben? Wir können auch die Elemente nicht einfach mal durchlaufen. Also haben wir hier auch wieder, ähnlich wie bei der Schlange, die ganz bewusste Einschränkung auf wenige Operationen, die nur zulässig sind, um mit diesem Kellerobjekt ganz bestimmte Aufgaben sehr gut und sehr einfach erledigen zu können. Was für Aufgaben das sind, gucken wir uns zu einem späteren Zeitpunkt noch an. Ähnlich wie bei der Schlange ist es auch hier so, dass die Reihenfolge der Elemente im Keller natürlich nicht verändert werden kann. Wir können nicht mal eben sortieren. Wir können auch nicht auf einzelne Elemente zugreifen, wie ich es gerade schon angedeutet habe. All das können wir hier schlicht und ergreifend nicht, sondern immer nur auf das oberste Element zugreifen. Über welche Methoden soll nun ein solcher Keller verfügen? Nun, wir haben wieder rechts das Klassendiagramm, auch hier auf Englisch Stack genannt. Diese Klasse würden wir wieder in einer Datei stack.js definieren, wenn wir das denn implementieren. Intern brauchen wir wieder eine Datenstruktur, in der die Elemente gespeichert werden können. Die nenne ich wieder einfach Data. Das kann wieder ein Array sein, wird bei uns auch tatsächlich wieder ein Array sein, aber das ist an dieser Stelle, wie gesagt, mal wieder uninteressant, weil es eine private Eigenschaft ist, auf die wir niemals von außerhalb zugreifen wollen. Bei der Implementierung der Methoden der Klasse müssen wir auf diese Eigenschaft zugreifen, ähnlich wie wir das bei der Schlange gesehen haben. Aber ansonsten greifen wir auf diese interne Datenstruktur niemals zu, sondern verwenden ausschließlich die vier Methoden, die uns die Klasse Stack zur Verfügung stellt, um auf die Kellerobjekte zuzugreifen. Die Methoden, die für diesen Datentyp definiert sind, sind Push zum Hinzufügen eines Elements zu dem Keller, wir drücken etwas oben auf den Stapel drauf, Pop, wir entfernen das oberste Element vom Stapel, Top, wir gucken nach, was oben auf dem Stapel drauf liegt und Empty, wir gucken wieder einfach nach, ob irgendetwas im Keller drin ist. Insgesamt ist das also ganz ähnlich wie das, was wir bei der Schlange gesehen haben, da hießen die Methoden etwas anders, NQ und DQ, Front und Empty, letzteres die einzige Methode, die bei beiden Objekten gleich heißt. NQ und DQ dienten zum Hinzufügen und Entfernen von Elementen dort, zum Anschlangen und Abschlangen sozusagen, Front um zu gucken, was das vorderste Element der Schlange ist. Beim Keller heißt die entsprechend zu letzterem Top, weil wir ja von oben auf den Keller drauf gucken. Die Operation zum Hinzufügen und Entfernen heißen Push und Pop und die kommen uns schon irgendwie bekannt vor, denn die haben wir bei Arrays schon gesehen. Bei den Arrays habt ihr euch vielleicht ein wenig gewundert, warum diese Methoden diese komischen Namen tragen. Aber jetzt beim Keller bzw. Stapel ist das vielleicht ein bisschen verständlicher. Wir drücken etwas oben auf den Stapel drauf, wir entfernen etwas oben vom Stapel. Daher kommen diese Namen und die Namen haben sich sozusagen zum Array durchgesprochen. Man hat sie für das Array übernommen, weil sie beim Array ganz ähnlich funktionieren. Und wenn wir unser Objekt gleich geschickt implementieren, wird die Implementierung sehr trivial werden, wenn wir ein Array dafür benutzen. Wir bleiben aber zunächst noch einmal bei dem abstrakten Datentyp, wo wir über die Realisierung noch nicht sprechen. Wir können nun einen Keller erzeugen, wie wir das hier links in dem Beispielcode sehen. Mit let k, ein beliebiger Variablename natürlich wie immer, gleich new stack wird hier jetzt ein neues Kellerobjekt erzeugt. Der Keller ist an dieser Stelle noch leer, es ist noch nichts drin. Jetzt können wir den Keller etwas einfügen. Wir fügen wieder eine Zeichenkette ein. Das erste Element, das ich einfügen möchte, ist ein a.
Das zweite ist die Zeichenkette, die aus dem B besteht. Und hier sehen wir jetzt, dass der Keller gewissermaßen nach oben wächst. Wie gesagt, bei einem Array wächst nichts in eine Himmelsrichtung, nach oben, unten, links oder rechts. Da werden wir uns gleich einmal überlegen müssen, wie wir das mit einem Array geschickt umsetzen können. Aber man kann sich das, wie gesagt, so vorstellen, wenn das ein Stapel wäre, würde dieser jetzt von unten nach oben wachsen. Der Anfang unseres Stapels, den ich hier wieder mit dem Namen der Variablen gekennzeichnet habe, ist jetzt nach oben gewandert. Das ist anders als bei der Schlange. Vergleicht das noch einmal mit dem letzten Video und ihr werdet sehen, dass der Schlangenkopf sich anders verhält als hier die Spitze des Kellers. Und wenn wir das nächste Element einfügen, wandert das natürlich auch wieder oben auf den Keller. Und wenn wir jetzt beispielsweise die Methode empty aufrufen würden, würden wir natürlich false zurückbekommen, denn unser Keller ist ja nicht leer. Das wäre er ganz am Anfang gewesen, nachdem wir ihn erzeugt und bevor wir das erste Element eingefügt haben. Wir können außerdem zum Beispiel die Methode top aufrufen. Die würde uns jetzt das C zurückliefern, also die Zeichenkette C, weil dies das oberste Element auf unserem Stack ist. Natürlich würde sie den Keller unverändert belassen. Wenn wir nun hingegen pop aufrufen, wird uns ebenfalls dieses oberste Element, also C, zurückgeliefert, aber gleichzeitig wird dieses Element natürlich aus dem Keller entfernt. Die Methode pop liefert also das Element zurück und der Keller ist wieder geschrumpft, die Spitze des Kellers ist sozusagen wieder einen nach unten gewandert. Das ist eigentlich schon alles, was man zum Keller sagen kann, außer natürlich, dass wir ihn jetzt noch implementieren wollen. Das machen wir ganz ähnlich, wie wir das beim letzten Mal mit der Schlange gemacht haben. Wir implementieren den Stack nun kurzerhand ebenfalls mit einem Array als interner Datenstruktur. Wir schreiben zunächst wieder einen Konstruktor, der nichts anderes macht, als einfach eine leere Datenstruktur zu erzeugen, in der wir die Elemente ablegen können. Das könnten wir auch anders machen, aber es ist schon sehr sinnvoll, wenn wir das einfach mit einem Array machen. Was bedeutet es nun, ein Element im Keller hinzuzufügen? Das bedeutet, dass wir das Element dieser internen Datenstruktur hinzufügen müssen. Wenn also die Methode push des Kellers einen Wert übergeben bekommt, dann nehmen wir den einfach und pushen ihn in das Array hinein. Wie ihr euch erinnert, fügt die Methode push des Arrays das ihr übergebene Element hinten an das Array an. Unser Array wächst also offenbar nach rechts. Hier ist der Anfang des Arrays und das wandert jetzt in diese Richtung. Das heißt, es werden Elemente angefügt und das bedeutet natürlich, dass anders als bei der Schlange, wo Front das vorderste Element war, Top jetzt natürlich das hinterste Element ist. Und das sehen wir dann auch hier schon in der Implementierung der Methode Top, die wir da als drittes auf der linken Seite der Folie stehen haben. Diese Methode fragt wieder, wie schon Front bei der Schlange, erst einmal ab, ob unser Keller überhaupt irgendwelche Elemente enthält. Wenn das nicht der Fall ist, geben wir nichts zurück. Das ist wieder eine ähnliche Überlegung wie im letzten Video, die man da anstellen muss. Es soll also nichts zurückgegeben werden, wenn hier top für einen leeren Keller aufgerufen wurde und top wäre undefined, wie wir das bei front bei der Schlange schon gesehen haben. Ansonsten müssen wir nun nicht wie bei der Schlange ganz vorne gucken, sondern wir müssen uns das letzte Element angucken. Das letzte Element, so wissen wir, finden wir im Array this.data an der Stelle length-1. Denn length ist die Anzahl der Elemente und wir fangen immer bei 0 an zu zählen. Das liefert uns also das letzte Element und das ist das, was wir von top erwarten. Mit pop können wir im Prinzip auch genau auf dieses Element zugreifen und das kurzerhand zurückliefern, müssen es dann aber noch entfernen. Ja, das können wir doch ganz einfach machen, wie wir das schon kennengelernt haben. Die Methode pop für ein Array macht ja genau das. Sie entfernt das letzte Element aus dem Array und gibt es zurück. Und genau das wollen wir hier natürlich auch machen. Wir wollen aus unserem internen Array this.data das letzte Element entfernen und zurückgeben. Wir nehmen also den Rückgabewert von this.data.pop und geben diesen Wert als Rückgabewert der Methode pop unseres Kellers zurück. Auch hier müssen wir wieder Vorsicht walten lassen, denn wenn unser Keller leer ist, bedeutet das, dass in unserem internen Array keine Elemente enthalten sind. Wenn wir aber für ein leeres Array die Methode pop aufrufen, was liefert sie denn dann zurück? Das, wie gesagt, muss man noch einmal in der Dokumentation nachgucken, um dann den Leuten, die unseren Keller verwenden wollen, mitteilen zu können, was denn unser Keller als Rückgabewert von pop zurückliefert, wenn diese Methode für einen leeren Keller aufgerufen wird. Wir schauen das jetzt gerade mal nicht in der Dokumentation nach, aber ihr könnt ja mal selber nachschauen, was da eigentlich passiert oder es natürlich auch einfach ausprobieren und testen, was in diesem Fall geschieht. Zu guter Letzt haben wir noch die Methode empty. Wenn ihr die mit der gleichnamigen Methode der Schlange vergleicht, seht ihr, dass diese ganz ähnlich ist. Wir gucken schlicht und ergreifend nach, ob die Länge des internen Arrays 0 ist. Wenn das der Fall ist, heißt das ja, dass nichts enthalten ist, dass also unser Keller leer ist. In dem Fall geben wir daher true zurück, sonst geben wir false zurück. Auch hier will ich wieder darauf hinweisen, dass die Methode hier komplizierter als nötig ist. Das kann man viel kürzer und viel knapper schreiben. Aber auch hier will ich das wieder nicht machen, weil das auch ein kleines bisschen verwirrend ist. Damit sind wir im Grunde genommen schon mit der Datenstruktur Keller durch. Und wir haben neben der Schlange jetzt eine weitere Datenstruktur, von der wir uns vielleicht fragen, was will man mit diesen Dingern jetzt eigentlich? Das werden wir uns aber in der Vorlesung und auch in den Übungen noch angucken. Da werden wir uns Anwendungen für genau solche abstrakten Datentypen noch ansehen. Das ist aber nicht mehr Gegenstand dieses Videos. Tschüss, bis zum nächsten Video.